Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy 13 mit Sexy Hexy Fang hier im Fokus. Ich mag das immer total gerne, so eine Anfangswinkel rauszusuchen, wo man die Charaktere dann so schön sieht. So, ja, für mich beginnt jetzt eine niegelnagelneue Aufnahmesession und ich habe Mordshunger und ich habe mich jetzt dafür entschieden... hi, aua, mein Pet vibriert. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, meinen Hunger erstmal zu vertagen, bis auf nach dieser Aufnahme hoch. Okay, ich glaube, die Welt um mich herum stürzt hier gerade ein, so wie wir das auch in den letzten Folgen teilweise ja schon erlebt haben. What the fuck? Die Geräuschkulisse ist gerade wieder total verstörend. Warte mal, vielleicht sollte ich auch mal das Headset ein bisschen leiser machen. Das ist nämlich relativ laut hier gerade bei mir. Ja, und werde dann diese Folge nachbearbeiten bzw. encodieren lassen, während ich esse. Toll, oder? Ich bin so ein richtiger Effizienzfuchs heute. Aber anders ist das manchmal zeitlich auch gar nicht zu stemmen. Auf jeden Fall, hab bitte Verständnis, wenn ich mich hier etwas wieder ins Kampfsystem reinfriemeln muss. Und ich werde dann auch beim Essen eure Kommentare lesen zu den Videos, die seitdem online gegangen sind. Ist momentan alles etwas chaotisch. Ja, aber solange ich irgendwie Zeit freischaufeln kann und es keine Ausfälle gibt, sind wir alle glücklich, ne? So, das gefällt mir gar nicht, was ich hier sehe. Muss ich jetzt zwei gleichzeitig bekämpfen? Das sieht ganz danach aus, das war aber... Na was? Was? Nö. Warte mal, ich will mal ganz kurz gucken, bevor wir jetzt neu starten. Oh, nee. Oh nee, das ist ja so ein Start in dem Part, wie ich ihn mit Abstand am bescheidensten finde. Ich habe am bescheidensten gesagt. Bescheiden ist kein Kraftausdruck. Ich möchte bitte eine kleine Goldmedaille dafür bekommen, danke. Ja, wie mache ich das jetzt am klügsten? Also am allerklügsten wäre es wahrscheinlich, an den vorbeizurennen, aber das geht nicht. Vorbeirennen ist keine Option. Vielleicht sollte ich sie bei ihrem Techtelmechtel gerade irgendwie überraschen, aber einer von beiden sieht mich immer. Egal, wen ich jetzt ansteuere, könnte das funktionieren? Oh nein, ich hab's schon gesehen. Also diese Behemoths, die haben einfach so eine extrem beschissene und für mich schwer einschätzbare Sichtweite. Und jetzt habe ich doch wieder einen Kraftausdruck verwendet, Mist. War eigentlich nicht so geplant, aber heute kann ich alles, was mich wütend macht, auf den Hunger schieben. Ja, das ist heute so meine Allzweckausrede für den Part. Aber wahrscheinlich werden wir auch über die beiden hier nicht hinwegkommen. Also am besten ihr spult vor auf Minute 30 oder so und ich stehe hier wahrscheinlich immer noch und versuche die in einen Überraschungsangriff hineinzulocken. Also wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann schaffe ich es gar nicht. Okay, ich glaube, das heißt, ich schaffe es gar nicht. Ah, wie viele Blender habe ich denn noch? 12, ja komm. Ich hoffe einfach, dass es mir zukünftig erspart bleibt. Die mich davon abhängig zu machen. Ich weiß nicht mal, ob ich zwei Humbabas überhaupt schaffe mit einem Präventivangriff. Das waren hier immer meine Strategie. Die eiserne Schlacht war es eigentlich, ne? Ich bin gerade sehr optimistisch davon auszugehen, dass es ohne funktioniert. Also funktionieren mit Sicherheit, aber... unter erschwerten Bedingungen dann halt. So, da darf gerne noch ein bisschen was mit dazukommen, Madame Vanille. Das ist ein bisschen wenig. Ging bei dir nicht auch Deprotes? Ja, guck mal. Was machst du denn hier? Weißt du, da opfer ich einen Blender und was ist der Dank? So war es, ganz toll. Kann es sein, dass der andere auch geschockt ist? Jetzt ist Deprotes auch mit drin. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Oh, oh, jetzt packt sie alles aus hier. Aber zeitlich gesehen... Doch, kam es doch nicht zu spät. Ich wollte gerade sagen, zeitlich gesehen war es zu spät, aber nein. Ich habe zwei Humbabas erlegt. Ich bin trotzdem nicht zu 100% zufrieden, weil ich auf den Blender-Einsatz gerne verzichtet hätte. Guck mal, sogar den roten Teppich haben sie für uns ausgerollt. Ist zwar nur der rote Fliesenboden, aber die Geste kam an. Danke. Danke, Eden. Das finde ich sehr edel von dir. So, wo geht's jetzt hier weiter? Was bist du? Ja, na klar, da feiern Juggernauts und Humbabas einfach mal eine fette Party. Weißt du, die beiden
Ads-Gegner, ja, die es einmal sogar in einen Videotitel geschafft haben, weil die mich beide so gefrustet haben. Das waren doch die beiden, oder? Das war in der Folge, weiß ich noch ganz genau, wo ich das erste Mal einen Humbaba bekämpfen musste und das war kein Vergnügen. Aber das brauche ich euch ja nicht zu erzählen, ihr werdet die Folge wahrscheinlich gesehen haben. So, wie mache ich das denn jetzt am klügsten? Lass mich raten, es werden bestimmt immer mindestens zwei in einem Kampf drin sein, oder? Wovon hängt das eigentlich ab, ob dann immer nur einer oder mehrere drin sind? Das ist im Vorfeld schon irgendwie geskriptet, oder? Das sieht gut aus. Ja, ich glaube, das steht im Vorfeld schon fest, wie die miteinander zusammenhängen, oder? Ist der jetzt alleine? Der ist alleine. Leute, der ist alleine. Das finde ich super. Aber der war scheiße, wenn ich keinen Verteidiger mit drin habe, ne? Ich bin jetzt mal so frei und versuch's trotzdem. Hat Nachsetzen hier? Jawohl, Nachsetzen. Klappt. Okay. Das heißt, mit ein bisschen Glück und ein bisschen Schmackes in den Waffen könnte daraus gut was werden. Oh, nee. Ich glaube, ich erinnere mich. Eine Schockphase wird nicht reichen. Und wisst ihr, was das Ganze noch zusätzlich erschwert? Meine Paradigmen sind nicht auf Verteidiger ausgerichtet, eingestimmt, wie auch immer. Ah, das ist natürlich bitter. Das ist bitter. Dann werde ich jetzt vielleicht doch flüchten müssen und hier nochmal neu ansetzen müssen. Wobei? Okay, Shock Impact oder Impact hat gerade irgendwie was Cooles gemacht. Der müsste doch eigentlich gleich seine Dampfreinigung machen, oder? Ja, wollte ich ja gerade sagen. Und bis dahin ist er vielleicht tot? Kommt, Mädels, es fehlt nicht mehr viel. Ich glaube, wir haben ihn, oder? Gott sei Dank dauert die nämlich eine Weile. Jawohl, boah, war das eine knappe Kiste. Okay. Obwohl wir zwischenzeitlich so viel stärker geworden sind, reicht eine Schockphase immer noch nicht zu 100% aus. Vielleicht hätte sie ausgereicht, wenn Vanille ihre guten Debuffs ein bisschen früher eingesetzt hätte, aber so wie es aussieht, werden wir gleich sowieso nochmal einen nächsten Versuch bekommen. Und das sieht mir aber nicht danach aus, als würden wir da den Juggernaut alleine bekämpfen können. Oh, die Kämpfe hier sind mal mega nervig. Ich sage immer, ein letzter Dungeon darf das. Zwar alleine, aber trotzdem, jawohl, der ist alleine, das ist gut. Ich sollte mir vielleicht mal angewöhnen, die eiserne Schlacht jetzt hier wieder als Startparadigma einzusetzen. Aber ist egal. Solange ich diesen Paradigmenwechsel vollziehe, bevor der geschockt ist, ist mir das egal. Während des Schocks ist mir das ein bisschen zu blöde wegen der Zeit, die dadurch flöten geht. So, jetzt könnte ich eigentlich auch wieder auf den Blitzschlag zurück, aber das müsste doch ausreichen, oder? Medals, das sieht gut aus. Das sind keine Medals, das sind Medals, versteht ihr? Das sind Medaillen, laufende Medaillen. Natürlich nur Diamant und Platin. So, okay, also, wow, was steht denn da hinten? Ich glaube, das ist nur ein Ausstellungsstück, ne? Das springt da nicht runter. Das ist, glaube ich, gut und brav erzogen zum auf dem Podest stehen und nicht mehr runterkommen. Also, wenn man die jetzt doch alle einzeln machen kann, das war gerade dumm. Das habe ich auch in der Animation gerade gesehen, aber ich glaube, bei denen kriegst du das hin mit einem Präventivschlag, Angriff, wie auch immer. Das wäre natürlich ganz geil, wenn der ein bisschen weiter weg von den Humbabas gehen würde. Ach, warte mal. Und, bevor ich es vergesse, möchte ich doch bitte ganz gerne das hier haben. Danke. Jetzt hat er mich wieder erwischt, ne? Ja. Ich sehe das, dieses Ausrufezeichen über seiner Birne sehe ich nicht, weil der so groß ist. Ich muss mir einen größeren Monitor kaufen. Sonst sehe ich das nicht. Das war übrigens nur ein Scherz, ja. So. Okay. Was hat der bitte für eine... Warum? Ich meine, du hast viele Schrauben in deinem ganzen Körper verbaut, aber wie heißt dieser Mechanismus, der dich auch rückwärts sehen lässt? Und wer zur Hölle hat das auch den Humbabas hintenrum eingebaut? Nee. Ich glaube, so wird das nichts, Leute. Ich glaube, so wird das nichts.
Ja, genau. Erstmal eine Runde mit Vanille spielen, ne? Das macht dir Spaß und Lightning steigt auch gleich mit ein. Ich bin gerade ehrlich gesagt etwas ratlos. Guck mal, so sieht er mich natürlich nicht. Aber wenn ich hinten auf den zulaufe, dann natürlich schon. Vielleicht seitlich? Ne, der hat ja auch ein Ausrufezeichen über dem Kopf. Tja, Leute. Da müssen wir uns wohl in Geduld üben, weil so werde ich den nicht probieren. Ich bin doch nicht wahnsinnig. Ich laufe doch da nicht auf den zu und werde mir hier doch nicht frusten. So, wir gehen mal ein bisschen weiter nach vorne. Und gucken, ob wir nicht vielleicht eher die Behemoths, also die Humbabas, attackieren können. Und hier ist schon das Ziel. Da will ich ungern zu weit nach vorne, weil ich die umnieten möchte. Einfach um meinem Ego zu beweisen, dass ich alle Gegner besiegen kann. Oh, ich hielt die Steppe mal außen vor gelassen. Ne, der hat mich wieder. Ich habe es an dem Geräusch gehört. Mann, ey. Nerv mich doch nicht. Ich könnte natürlich jetzt noch einen Blender einsetzen, aber dann hätte ich nur noch 10. Und ich glaube, dass das bei den Behemoths, also bei den Humbabas, ein bisschen schwieriger ist. Nee, Leute, ich glaube, das wird nichts. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier einen Kartencut gesetzt habe oder ob ich das vorgespult habe. Aber nein, hau ab! Ich laufe jetzt hier schon eine Weile im Kreis und versuche immer, je nachdem, wie sie gerade stehen, mal den zu erwischen. Aber irgendwie wird das hier nichts. So, wir nehmen jetzt einmal den hier und ich werde mich jetzt erstmal auf die Humbabas stürzen. Weil ich mir vorstellen könnte, dass der Juggernaut vielleicht auch durch diese beiden Viecher getriggert wird. Ich bin mir nicht sicher, aber wir werden es hoffentlich gleich herausfinden. Ich hoffe nur, dass ich jetzt hier ähnlich gut durchkomme wie beim letzten Kampf gegen die zwei Viecher. Ich lasse sie jetzt auch drin, weil der Kampfverlauf halt doch nicht so zu 100% absehbar ist. Vor allen Dingen das Tempo und alles, das hängt im Wesentlichen damit zusammen, ob Vanille hier mit ihrem Manipulator uns gut voranbringt. Und das tut sie jetzt momentan nicht. Doch, okay, jetzt haben wir die Protest drin. Bisschen schneller, Mädels. Bisschen aufs Gas drücken hier. Ich weiß nicht, ist der andere jetzt auch schon geschockt? Bist du auch schon geschockt? Oh nee. Oh nee. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich glaube, ihr wisst, was das bedeutet. Oh, ich will den nicht so besiegen. Der nervt. Kann ich das nicht irgendwie unter MTP-Einsatz den schocken oder so? Oh, das wäre alles so überhaupt gar nicht ätzend, wenn man nicht wüsste, dass dieser Kackgegner aufstehen würde und dann nochmal 10 und 20 Mal so stark wird. Boah, ich glaube, das wird nichts. Habe ich meinen Blender eigentlich wieder, wenn ich das jetzt nochmal versuche? Warte mal, ich glaube, ich lasse mich mal töten. Ich heile jetzt mal nicht. Ist ja eh nur eine Frage der Zeit. Aber wie kann ein Gegner nur so unfassbar abnerven, ey? Ich verstehe es ja nicht. Obwohl, warte mal. Ach nee, okay. Ich hätte jetzt vielleicht nochmal versucht, Megavita einzusetzen. Und den dann noch zu schocken. Der hat ja nicht mehr so viel gefehlt, aber nö. Also, sobald ich meinen Blender wieder zurück habe, ist mir das egal, dass ich den jetzt nochmal machen muss. Aber auch nur dann. Okay, ich habe ihn wieder. Alles gut. Also auf ein neues. Ich weiß nicht, warum das mal so funktioniert. Ich glaube, das muss einfach passen, weil einige Elementarangriffe ja Flächenschaden wirken und einfach der Zeitpunkt, wann der andere geschockt wird. Das entscheidet dann darüber, ob das hier was wird oder nicht. Ich weiß zum Beispiel jetzt gerade nicht, ob der geschockt ist. Ich weiß auch nicht, ob der beim letzten Versuch, ob der überhaupt schon mal im Schockzustand war und ich an Nummer 1 einfach zu lange hing oder ob diese angebrochene oder diese angefangene Schockleiste, die fast schon am Ende war, sozusagen, ob die wieder zurückgefallen ist, weil das hier zu lange gedauert hat. Kein Plan. Jetzt haben wir genau die gleiche Kacksituation wie vorhin. Oh, das gibt's doch nicht. Und natürlich bin ich wieder gestorben. Das habe ich jetzt aber auch irgendwie kommen sehen. Ah,
Die Kämpfe. Ich will wieder meine Folgen haben, wo die Kämpfe schön einfach waren und wo einfache Kämpfe Hand in Hand gingen mit schönen Cutscenes. Dieser Ort nervt einfach so hart. Und ich weiß, ich könnte so easy peasy einfach durchlaufen, aber ich will das nicht. Warte mal. Ach so, nee. Eine Sache habe ich mir noch überlegt. Ich weiß nicht, ob es was nützt. Ich scheine mir auch immer so mit dem gleichen Winkel und mit der gleichen Konstellation in die Kämpfe hier zu starten. Ich versuche jetzt einfach mal den anderen anzugreifen, so zum Start. Keine Ahnung, ob das was bringt, aber ich bin jetzt einmal nach unten gegangen und krall mir jetzt erstmal den. Also ganz ehrlich, der erste Kampf gegen die beiden Humbabas, der hat voll die Hoffnung in mir geweckt, die jetzt hier überhaupt nicht mehr erfüllt werden. Und warum dauert das jetzt gerade bei jedem Versuch so lange, bis D-Protest kommt? Das ging doch beim letzten Mal immer ein bisschen schneller, oder? Also beim letzten Mal, beim ersten Versuch hier und heute. Keine Ahnung. So, was ist jetzt mit dem anderen? Ja, der ist wieder unten. Okay. Boah, also entweder ich werde jetzt hier versuchen, mich durchzubeißen. Ich glaube, darauf wird es auch hinauslaufen. Oder ich muss noch mal raus, meine Paradigmen anpassen und es dann einfach noch mal versuchen. Es tut mir leid, Leute. Aber auch das gehört dazu. So, warte mal. Was habe ich denn hier alles? Verheerer. Ach, guck mal. Blitzwall habe ich. Ja, mit dem Blitzwall lässt sich doch schon mal ganz gut arbeiten. Also so ganz ausweglos ist das dann vielleicht doch nicht. So, dann greift ihn mal jetzt an, damit er aufstehen und sich heilen kann. Darauf wartet er doch jetzt die ganze Zeit schon, genau. So, und dann müsste ich mal gucken, dass wir uns erstmal hochgeheilt bekommen. Das sollte dann erstmal so Thema Nummer 1 sein. Ah, jetzt fehlt mir natürlich wieder. Ey, das ist so abartig, wie viel Schaden der immer noch macht. Immer noch. Wie lange ist das jetzt her, dass ich den zum ersten Mal besiegt habe? Es ist doch zum Kotzen, dieser Mistgegner. Ich renne jetzt daran vorbei. Scheißegal. Scheiß auf meinen Stolz. Was ist schon mein Stolz? Kleines verkacktes Würmchen. Unter dem dreckigen großen C dieses elenden Kakumbaba. Seine Schockleiste ist jetzt auch unten. Ey, ist dieser Gegner zum Kotzen. Absoluter Hassgegner hier in diesem Spiel, ohne Scheiß. So, ja, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll, warte. Ist das vielleicht auch so ein Gegner, wo ein Augmentor sinnvoller ist? Ich habe keine Ahnung. Wir beschwören jetzt einfach mal. Beschwören, das war doch der Tipp, den ich damals bekommen habe, ne? Vor Äonen! Wo es mal hieß, dass dadurch, glaube ich, auch meine Leute wiederbelebt werden. War da nicht mal was? Keine Ahnung. Aber Fang sieht immer so schön aus, wenn die Kamera so ranzoomt. Ich glaube, die wird bis zum Ende des Spiels meine Anführerin bleiben. Auch wenn das ein bisschen langweilig ist, sie zu spielen, wenn sie in der Verteidigerrolle ist. Also klar, ich könnte auch manuell Befehle auswählen, aber das ist irgendwie, weiß ich nicht, man fühlt sich irgendwie produktiver, wenn man, ja, sag schon, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, heilen kann oder irgendwie jemanden anzaubern, Schaden zufügen kann, was auch immer. So, ich bin gespannt, was Bahamut hier in Summe ausrichten wird. Ja, mir wurde empfohlen, mit dem Metamorph-Modus immer zu warten, bis diese lilane Leiste vorbei ist. Aber der macht halt so unfassbar wenig Schaden hier in der Zeit. Okay, komm. Jetzt aber, wenn er den wenigstens zur Hälfte runterkriegen könnte, wäre das schon mal nicht schlecht. Aber ich glaube, ich werde versuchen, den wirklich nur mit Blitzwall und mit der Lebenssinfonie jetzt down zu kriegen. Auch wenn das natürlich scheiße ist, wenn ich auf Manipulator verzichte, aber das ist einfach mega riskant. Ohne Verteidiger dann auf das entsprechende Paradigma rüber zu wechseln. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Also beim letzten Boss hat das ja schon gut Schaden ausgeteilt. Die Elementarschwäche hat er auch immer noch. Das wäre halt so unfassbar cool, wenn der geschockt wäre, ne? Und wenn ich da mit meinen Mädels volle Möhre mit einem Blitzschlag durchstarten könnte. Aber ich glaube, das wird nichts. Sondern jetzt versuche ich es mal mit dem Mega-Flare. Und wer weiß, vielleicht reicht das ja aus. Das war ja ziemlich mächtig.
Auch in den vorigen Versuchen, wo wir das gesehen haben. Obwohl, ich habe den, glaube ich, nur für den Boss hier bisher zum Einsatz gebracht, ne? Den guten Bahamut. So, ja, was machen wir jetzt? Sollen wir mit dem Blitzwall weitermachen? Warum ist seine Schockleiste wieder unten? Warum ist seine vermaledeite Schockleiste wieder unten? Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Ich scheiße auf diesen Kampf. Ich scheiße auf diesen Ort. Wirklich, der kann mich mal sowas von kreuzweise. Einfach nur Drecksgegner, ey. Ehrlich. Nee, komm, lass mich in Ruhe. An meine KP komme ich auch anders. Da brauche ich so einen Rotzgegner nicht. So, ich bin um... Ja, hallo. Toll, dass du auch Treppen laufen kannst. Bist schon ganz großer, ne? So, ich wollte nur noch mal gucken wegen Schatzkugeln, aber scheint es nicht zu geben. Oh, oh. Some sort of crystal? I don't like this. Is Cocoon falling apart already? Could be. Maybe Orphan's having trouble holding things together with all this fighting going on. The clamor of this conflict rouses the Maker. What? Where? Yeah? Well, we're gonna stop this ruckus soon enough. Can you halt the cavalry's charge? Filled with righteousness, they will slaughter Orphan in the name of freedom. Your only recourse will be to deliver them death, swift and certain. No. Unlike you, they'll listen to reason. We will see about that. I shall savor the demise of Cocoon from atop the highest seat in all of Eden. You too should hurry along to the heart of our grand capital. Your loved ones miss you so. Come, Lassie. Fulfill your destiny. Your destiny. We'll decide our own destiny. Right. Over Bartandalus's dead body. Na Gott sei Dank, ich dachte, wir müssen den jetzt nochmal bekämpfen. Ich habe mich gerade innerlich schon wieder total auf Bosskampf eingestellt. Das hier ist doch die nervigste Gegnermeute, die man vor Augen haben kann, oder? So, dann gucken wir mal, was? Was bitte? Ach du! Ja, okay. Dich hatte ich ja irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm. Du bist aber jetzt so ein ganz großer, ne? Das ist nicht mehr vergleichbar mit den... Ich habe wieder vergessen, wie die heißen, die wir schon bekämpft haben. Die waren schon nicht ohne. Ja, du bist so ein richtig Dicker. Dem müssen wir, glaube ich, erstmal die Beinchen, die Stampferchen weghauen, bevor wir dem eigentlich Schaden zufügen können. Ach, das Jagdgeschwader ist auch hier. Ich habe mich gerade schon gefragt, was es mit den roten Pünktchen hier auf sich hat. Aber das ist okay. Ich klatsche lieber ganz viel Jagdgeschwader weg, als mich auch nur noch mal einmal einem Humbaba stellen zu müssen, weil das ist, geht gar nicht. Ich hoffe, ich bin irgendwann mal so stark, dass ich die einfach weghauen kann. Ja, meine Seele wieder ein bisschen streicheln kann. Also diese Kristallpartikel finde ich ja ziemlich hübsch. Wenn das natürlich ein Indiz für Kokons Zerfall ist, dann ist das irgendwie nicht so geil. Und lass mich raten, das sind jetzt bestimmt auch neue. Ich wette, die sind nicht so einfach wie... ich mir das hier gerade einreden möchte. Aber es sind nur zwei. Ich glaube, mit zwei sollten wir fertig werden. Da halte ich dann auch erstmal an der eisernen Schlacht fest.
Also so ab 3, 4 Gegnern mag ich dann lieber den Blitzschlag mal Startparadigma haben, aber gegen 2 ist das okay. Wie man, glaube ich, auch sieht. Wir schauen mal, ob das 5 Sterne geben wird oder nicht. Danach orientiere ich mich dann so ein bisschen. Und ich habe keine Ahnung, wann das Spiel zu Ende ist, Leute. Ich bin da überhaupt nicht im Bild, aber... also seit ich weiß, dass ich auch nach dem Spiel an meinen Missionen weiterarbeiten kann, rechne ich fast damit, dass es jeden Augenblick soweit sein könnte. Also das wird auf jeden Fall das letzte größere Gebiet sein, glaube ich. Ich weiß es nicht zu 100%, aber ich vermute es. Und es ist gerade so ein Segen, hier die Gegner einfach besiegen zu können, ohne dass die einem Stress machen. Danke, Spiel, dass du mir diese kleine Erleichterung, diesen kleinen Ausgleich noch mit auf den Weg gibst. Aber ganz ehrlich, gibt es da irgendwie einen super mega Trick? Wahrscheinlich gibt es den. Ihr schreibt mir ja unter die Videos manchmal so Paradigmen, die mir das und das hätten erleichtern können. Finde ich übrigens auch vor allen Dingen da immer sehr spannend. Warte mal, ich muss mal kurz meine Spange rausmachen. Weil die verhindert, dass ich meinen Kopf zurücklehnen kann. Immer dann, wo ich gefragt habe, zum Beispiel in dem Bartendeles-Kämpfen, wie man da bitte auf 5 Sterne kommen soll. Und ich muss sagen, da habe ich die ein oder andere Strategie gelesen, also gerade auch in Bezug auf Paradigmeneinsatz, wo ich mich schon gefragt habe, geht das damit wirklich schneller? Also sollte ich das Spiel jemals nochmal anrühren, dann werde ich das wahrscheinlich damit versuchen, obwohl das wahrscheinlich auch nicht mehr passieren wird. Also ich wüsste nicht, warum ich das Spiel nochmals einlegen sollte, weil ich habe ja schon alle Achievements geholt. Da oben, oh Gott, da sind schon wieder Humbabas. Das wird ja immer besser hier. Da sind aber auch 2 Schätze. Oh nein. Oh nee. Ich mag die nicht. Ich will nicht. Oh, aber die Halle sieht cool aus. Sie gefällt mir. Aber mir gefallen die Bewohner hier halt nicht. So, warte mal. Komme ich jetzt von hier überhaupt weiter? Was ist denn das für ein komischer Aufbau hier? Oh, sogar mit richtig bequem Sitzen hier. Na, wer sagt's denn? Das sieht ein bisschen aus wie so ein riesiger Hangar oder so eine Bahnhofshalle oder so. Wissen wir, in was für einem Gebäude wir uns hier befinden? Ich trete die ganze Zeit gegen Dinge unter meinem Schreibtisch und erschreck mich. Faszinierend, ne? Und dann wollen einige ernsthaft wissen, warum ich keine Horrorspiele spiele. Hm. So, ja. Von hier komme ich da nicht hin, richtig? Alles klar. Warum auch immer. Also wenn ich mir angucke, was die Mädels hier schon für Sprünge hingelegt haben, und dann da aber diese kleine Stufe nicht hochspringen können, dann kann man sich schon mal an den Kopf fassen, ne? So, der rote Punkt bist du, ne? Ey, diese Viecher sind so unfassbar cool. Das gefällt mir so, so gut, aber nur solange ich einen guten Sicherheitsabstand habe. Obwohl, nee, wenn man näher dran ist, ist auch cool. Aber nur, wenn sie eigentlich angreifen und man in Ruhe gucken kann. So, schaffe ich es auch mal ohne? Ha. Ha. So wird's gemacht. Ohne Blender. Einfach mal eiskalt erwischt. So, könnte das vielleicht wieder eine Kampfkonstellation sein, wo ich ein bisschen Glück habe? Meine liebe Vanille, mein kritischer Blick geht vor allen Dingen in deine Richtung. Ich brauche... Jawohl. Okay, jetzt ist der Deprotes-Debuff ein bisschen früher gekommen. Das ist schön. Ich hätte gerne wirklich so eine Übersicht, wie die Schockleiste der anderen aussieht. So, ich meine, klar, der Screen ist ja jetzt schon ein bisschen überladen in den ganzen Kämpfen. Was? Hä? War das jetzt nur einer? Ja, das war nur einer. Okay. Hätte ich vielleicht bei den anderen Humbabas auch einen einzelnen pullen können? Vielleicht standen die einfach immer zu nah dran. So, in welche Richtung drehst du dich? Du drehst dich gar nicht, du läufst nach geradeaus. Sehr zielgerichtet, dieser Gegner. Und natürlich hat er mich erwischt. Nee, so war das nicht abgesprochen. Aber das Gute ist, wenn ich den jetzt einmal erwische... hinterrücks, dann ist der so gut wie tot und dann kann ich den Kampf eigentlich auch rausschneiden, weil das super lame ist. Komm, Kumpel, dreh dich um.
Der hängt mit seinen Augen wahrscheinlich an Fangs Hintern, aber das gibt's jetzt gerade nichts zu holen. Ich weiß nicht, worauf Fang so steht, aber ich glaube nicht, dass sie gerne mit einem Humbaba anwandeln möchte. Deswegen, wir töten die lieber und hauen die auf den Grill oder so. Boah, ich glaube, ich würde, wenn ich so ein Superheld in so einem Videospiel wäre, die Monster, insofern das Fleisch denn verzehrbar ist und man sich da keine Krankheiten oder sogar den Tod holt, würde ich ja permanent nur Monsterfleischsorten probieren. Erstmal so ein bisschen Fleischologie studieren, weißt du Bescheid, ne? So wie andere Leute sich halt mit Steinen oder mit Pilzen befassen, kann man ja auch für Monsterfleisch erörtern. Ob das gesund und verzehrbar ist oder eben nicht. So, auf jeden Fall laber ich jetzt hier wieder schon voll den Dünnschiss und hab wieder total Hunger, wie man wahrscheinlich so ein bisschen raushört. Und irgendwie muss ich mich danach dann belohnen. Teilchenbeschleuniger, hä? Duzi-du, was fällst denn da einfach runter? Wo ist jetzt der Schatz? Kommt man da dann irgendwie noch runter? Das sieht irgendwie nicht so aus. Muss ich mich jetzt für eine Schatzkugel entscheiden, oder was? Wenn das der Fall war, dann müsst ihr mir bitte unbedingt sagen, was in der anderen drin war. War das jetzt doof, dass ich die Teilchenbeschleuniger mitgenommen habe? Aber die sind eigentlich ganz gut, ne? Ich glaube, das gehörte zu den besseren Komponenten, wenn mich nicht alles täuscht. Warum habe ich denn diese Treppe hier vorhin nicht gesehen? Also Sachen gibt's, die gibt's manchmal gar nicht. Aber egal, ich habe zwei Humbabas geschnetzelt. Es war nicht parallel, aber das Endergebnis zählt. So, und der Rest, das sind dann, glaube ich, alles nur kleine Geschner. Oder? Oder habe ich hier irgendwas Größeres übersehen? Das werden jetzt aber bestimmt auch mehrere sein, oder? Ja, drei. Ja, mit dreien können wir leben, oder? Ist doch alles nicht das Thema. Ich muss mir immer wieder vor Augen führen, so bis zum Ende des Let's Plays, immer wenn es anfängt, scheiße zu werden, muss ich mir einfach einreden, sei froh, dass es nicht zwei Humbabas sind. Was sind denn das gerade für komische Viecher? Warum machen die so viel Schaden? Und warum kann ich hier nichts gegen die ausrichten und warum bin ich gleich tot? Warum? So war das hier aber nicht abgesprochen. So, bitte einmal ganz schnell heilen, Mädels. Idealerweise, bevor die Schockleiste von der einen Trulla da wieder... Ach so, Sanctum Pyromant. Wie komme ich denn auf Trulla? Ich bilde mir gerade ein, weibliche Rundungen rausgesehen zu haben, aber vielleicht täuscht das auch. Ja, irgendwie will mir die Kamera das auch gerade nicht aufzeigen. Nee, ich glaube, das war ein Typ. So, was bist du? Ach, du bist auch ein Pyromant. Ich weiß gar nicht. Ist das Spiel so, dass die Pyromantin und Prätorianerin schreiben? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, die sind hier immer einheitlich in den Gegnerbezeichnungen. Da musstest du schon ein bisschen genauer hingucken, was ich ja gerade versucht habe. Aber ich habe es nicht rausgefunden. Aber ist auch egal. Ich versuche nur den Kampf etwas abwechslungsreicher zu gestalten. Was zur Hölle ist das hier? Es wäre alles so schön, wenn die Gegner nicht so unschön wären. So, das auf jeden Fall. Das sieht irgendwie aus wie so ein überdimensionierter Eingangsbereich für irgend so ein Kino oder so. Assoziiere ich wahrscheinlich wegen diesem roten, in Anführungsstrichen, Teppich. So, das ist jetzt natürlich dumm. Jetzt habe ich Zeit verloren. Diese olle, dreckige Panzerfaust. Sag mal. Die macht aber auch gut Schaden. Das finde ich jetzt irgendwie nicht so geil. Ich frage mich auch gerade, ob ich die Pyromanten schon kenne. Ich habe im letzten Kampf nämlich leider vergessen, auf die rauf zu gehen. Um mal zu gucken, ob wir all ihre Schwächen schon kennen. Und Immunitäten. Boah, also wenn ich den Kampf jetzt gleich nochmal machen sollen müsste, dann werde ich auf jeden Fall erstmal auf die Pyromanten gehen. Das ist ja Wahnsinn, wie viel Schaden die austeilen. Sag mal.
So, jetzt aber ein bisschen schnell hier. Toll. Lightning hat es nicht mehr geschafft. Super. Okay, nee, wisst ihr was? Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, aber ich will das mal nochmal machen. Ich will mal gucken, wie dieser Kampf abläuft, wenn ich zuerst auf die Pyromanten gehe. Und ich glaube, hier ist es auch nicht unmöglich, im Präventivangriff zu landen, aber irgendwie bin ich gerade zu doof dafür. So, oder zu ungeduldig. Wahrscheinlich eher zu ungeduldig. So, die kennen wir auf jeden Fall in Gänze. Ey, da bekommst du schon so einen Schuss in die Fresse, bevor du überhaupt beim Gegner angekommen bist. Glückwunsch. Mal gucken, ob es mir gelingt, in irgendeinem Part, der noch kommt, ohne Kraftausdrücke auszukommen. Warum lässt mich meine Stimme jetzt im Stich? Man sollte Sätze auch schon beenden. Boah, okay, ich nehme alles zurück, was ich vorhin gesagt habe, von wegen... Die nächsten Gegner müssen ja leicht sein. Wow. Okay, bitte einmal stabilisieren, Mädels. Nee, ich glaube, es war besser, zuerst auf die Prätorianer zu gehen. Oder wie die heißen. Weil die halt schneller down sind. Da komme ich, bevor ich in die erste Heilungsphase muss, bekomme ich dann wenigstens einen Tod. Weil die Pyromanten halt deutlich mehr vertragen. Ja, könnt ihr jetzt auch mal bitte Fang heilen? Danke. Bevor der Pyromant jetzt hier seine Schockleiste komplett verliert. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Jawohl. Aber wenn sie dann einmal geschockt sind, das ist bei so vielen Gegnern so, ne, dann können die gar nichts mehr. Aber da halt erstmal hinzukommen, das ist schon so eine Sache für sich. So. Jetzt müssen wir mal kurz auf Nummer sicher gehen, weil... Genau, unsere Frau Anführerin, der ging es nicht mehr ganz so gut. Das ist mir hier ein bisschen zu nachlässig, Mädels. Ich ja immer eine Packung Kräuter für die liebe Fang bereithalten, ja? So, und das müsste dann auch der letzte Gegnermob hier für diesen Eulenraum gewesen sein. Mich irritiert das gerade total, dass diese zweite Schatzkugel, dass ich die nicht bekommen habe. Hätte man die vielleicht bekommen, wenn man zuerst diese eingesammelt oder aufgesammelt hätte und danach dann die andere? Bestimmt nicht, oder? Das ergibt irgendwie... Kein Sinn, aber man weiß ja manchmal nicht, wie in so Spielen die Mechanismen funktionieren. So, da haben wir eine Schatzkugel schon mitgenommen. Auf der anderen... Ach, guck mal. Da ist auch noch eine. Gut, dass mir das noch aufgefallen ist. Bei diesem ganzen Dilemma hier mit den anderen Schatzkugeln habe ich jetzt wenigstens die beiden hier bekommen. Ist doch auch schon mal etwas. So. Ich habe beim letzten Speicherpunkt auch nicht gespeichert, ne? Ich glaube, das mache ich mal nochmal schnell. Und ich habe gerade die saublöde Befürchtung, dass die Gegner jetzt alle respawned sein könnten. Und ich bete, dass dem nicht so ist. Und meine Gebete wurden erhört. Immerhin. Hoffentlich kommt jetzt kein Bosskampf. Bitte sei lieb, wer auch immer du sein magst, der hier wohnt. Oh, guck mal, andere Menschlis. Na, seid ihr auch alle Lucie? Bestimmt nicht. Also zurück käme ich noch. Das sieht ja cool aus. Wow, ich fühle mich hier gerade echt wie in so einem futuristischen Museum. Jetzt mal bitte nicht auf Fangs Brüste gucken. Ich wollte euch eigentlich die Decke zeigen. Echt total schön. Zumal dieses Dach hier, beziehungsweise die Kuppel... so ein bisschen altertümlich aussieht und das hier alles so auch modern getrimmt ist. Ich mag diesen Kontrast hier irgendwie. Tach. Ja, dass ihr alle verzweifelt seid, kann ich verstehen. Oh, Hauptsache, du hast eine coole Sonnenbrille auf, ne? Obwohl es hier mal so gar nicht hell ist, ne? Obwohl, wenn ich mir die Leuchter da oben angucke, vielleicht doch. Hat sich vor allen Dingen total gelohnt, dass ich nochmal speichern war, ne? Also, ich meine, klar, hat 10 Jahre gedauert bis zum nächsten Speicherpunkt. Tag. Hallo. Haben Sie mal ein Kaugummi? Muss nicht weinen, nur weil ich dich nach einem Kaugummi frage. Vielleicht habe ich das in einem zu groben Ton abgefragt. Ich weiß es nicht.
Guten Tag, der Herr. Haben Sie mein Feuerzeug? Nee. Dann können Sie mir vielleicht sagen, wie spät es ist? Alter, was hat hier denn für einen geilen Fummel an? Wo kriegt man denn sowas her? Und immer wieder will die Kamera auf den Vorbau von Fang. Ich kann dafür nichts. Das sieht cool aus. Das finde ich schön. Das würde ich auch kaufen, wenn es das irgendwo gäbe. Ich weiß zwar nicht, wem ich das anziehen würde, aber das würde am ehesten... Oh, eine neue Waffe für Vanille. Ich wollte gerade sagen, das würde am ehesten, finde ich, auch zu Vanille passen. So, warte mal, was hat sie denn jetzt? Äußere Form, bla, was ist denn hier nochmal drauf? Das ist das mit der Entkräftung Plus, ne? So, und was kannst du? Die einzige Waffe eines heroischen Kämpfers. Aus der Trauer gefallener Gefährten soll sie Kraft für die Lebenden schöpfen. Mitglied K.O.-Schaden. Steigerung von Angriffskraft und Magie für jedes Kampfmitglied, das zu Boden geht. Okay. Da finde ich aber eigentlich ihre Belladonna ja ein bisschen besser. Zumal sich hier auch nichts an den... Dings verbessert, an den Standard, na, sag schon, Angriffsmagiewerten und so. Ja, ich glaube, wir werden dann jetzt hier erstmal noch kurz ins Kristarium gehen. Und dann werde ich den Part auch hier beenden. Ey, Leute, das ist doch voll schön, oder? Das ist mit Abstand, ist ja mein... Highlight. Dieser komische kleine Tunnelgang oder was das hier sein soll. Wobei klein sollte ich eventuell nicht sagen. Denn es scheint ja hier ein bisschen weiter zu gehen. Zumindest war das Ende auf der Karte nicht einsehbar. So, meine liebe Fang. Du bist noch nicht auf... Achso, ich kann einfach nur keine weitere Rollenstufe, okay. Ich dachte nämlich, dass sie jetzt hier schon alles hätte, aber ist nicht so. Bisschen was hat sie aber noch mitbekommen. Und das hier reicht ganz knapp nicht. Oh, wie ärgerlich. Ja, da sieht man dann, dass dieser Kampf gegen die beiden Humbabas und den Juggernaut, das hat gefehlt. Sonst hätte sich hier wahrscheinlich auch locker das Ende erreicht. Aber egal, das werden wir alles noch erleben. Nur halt nicht in dieser Folge. Dafür ist die gute Lightning dann mit dem Verheerer durch. Das ist doch auch schon mal viel wert. Und ansonsten ist sie tendenziell eher Heilerin als dass sie Brecher ist, ne? Also es sei denn, ich arbeite mit dem Sturmkommando, aber das tue ich dann doch eher selten in letzter Zeit. Vielleicht gar nicht so die beste Idee, aber naja. Ach nee, warte, bei ihr wollte ich doch eher bei Manipulator, genau, sage ich doch. Zum Todskill. Den hat sie damit auch. Rollenstufe geht hier nicht weiter. Hier kann sie eine Rollenstufe erreichen. Beim Brecher, beim Verteidiger. Ja klar, bei den ganzen Dingen, die ich bisher noch gar nicht gepusht habe. Aber ich will jetzt erstmal hier weitermachen. In der Hoffnung, dass wir aus ihr einen noch besseren Verheerer machen können. Aber wenn ich mir so angucke, was mir bei den schweren Kämpfen so Kummer bereitet, dann... sehe ich die größten Handlungsbedarfe gar nicht im Angriff meiner Leute, sondern eher im Verteidigen. So, ich möchte, dass sie mehr TP kriegen oder Items, die Resistenzen entsprechend erhöhen. Aber dafür könnte ich dann auch mal Geld ausgeben, ne? Meine Waffen könnte ich eigentlich auch mal wieder verbessern. Das kommt dann demnächst, wer weiß. Vielleicht schon in der nächsten Folge. Muss ich mal schauen. Für heute bedanke ich mich erstmal fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Ciao!